Warum sollten sich auch erfahrene Manager mit Forschungsergebnissen beschäftigen? Schaut man sich den Wunsch an, wie intensiv Manager gerne Forschungsergebnisse nutzen würden, und vergleicht das mit der Wirklichkeit, stellt sich eine eigentümliche Diskrepanz auf. Eine aktuelle Befragung von Marketingmanagern der Universität Münster hat genau das getan. Betrachtet man die Intensität, in der Forschungsergebnisse in der Praxis genutzt werden, stellt man fest, dass gerade mal ein sehr geringer Prozentsatz das tatsächlich tut. Überraschenderweise haben aber viele Manager den Wunsch, es zu tun. 40% äußern den Wunsch, stärker Forschungsergebnisse zu berücksichtigen, tun es aber nicht in der Praxis. Warum tun sie es nicht? Oder anders gesagt, wie bekommt man diese 40% der Manager aus dem Kasten oben links in den Kasten oben rechts? Es gibt viele Argumente, die vorgebracht werden, warum Forschungsergebnisse nicht genutzt werden. Eines dieser Argumente ist, dass Wissenschaft keine praktikablen Lösungen produziert. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Stellen Sie sich vor, Sie müssen als Manager in einem Unternehmen ein Team zusammenstellen und Sie fragen sich, welche Teammitglieder passen eigentlich zusammen? Wir gehen der Frage noch etwas spezifischer nach und fragen nach der Unterschiedlichkeit der Teammitglieder. Es gibt zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Sie sehen hier zwei Statements. Das erste ist, dass sich Teammitglieder aus unterschiedlichen Funktionsbereichen zusammensetzen sollten. Das zweite Statement betrifft die Mischung verschiedener Geschlechter innerhalb eines Teams. Fragt man Personalmanager, ob sie diese Statements für richtig halten, erhält das erste Statement eine Zustimmung von 65%, das zweite eine Zustimmung von 78%. Spiegelt man diese Ergebnisse am Forschungsstand, zeigt sich ein anderes Bild. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Zusammensetzung von Teams aus unterschiedlichen Funktionsbereichen tatsächlich Teams produktiver werden lässt. Das erste Statement also richtig ist. Umgekehrt, die Mischung von Geschlechtern ist weitgehend neutral für den Teamerfolg. Das zweite Statement wird somit nicht durch Forschungsergebnisse unterstützt. Sie merken an diesem Beispiel, dass Forschung durchaus in der Lage ist, praktische Probleme zu lösen bzw. bei der Lösung zu unterstützen. Fragt man Manager, was nun verschiedene Gründe sind, warum sie den Wunsch, Forschung intensiver zu nutzen, nicht zur Wirklichkeit werden lassen, werden unterschiedliche Argumente vorgebracht. Forschungsergebnisse gelten als schwer zu finden, schwer zu verstehen, irrelevant fürs Unternehmen, veraltet, ohne Mehrwert für jemand, der Berufserfahrung besitzt, zum Teil theoretisch oder widersprüchlich. Sie haben an dem Beispiel der Teamzusammensetzung schon gesehen, dass es durchaus Relevanz für Unternehmen hat und auch Berufserfahrene davon profitieren können, insbesondere wenn sie überwiegend intuitiv erfahrungsbasiert argumentieren und entscheiden. Wir werden uns im nächsten Teil andere Argumente vornehmen und insbesondere darauf schauen, wie man Forschungsergebnisse findet und wie man sie versteht. Sie werden sehen, das ist nicht immer ganz einfach, aber vermutlich viel leichter, als Sie im Moment denken.